Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Austria Arms. Im heutigen Video schauen wir uns das ganz neue Elkan Spectre 1 bis 4-fach an, das in einer fast annähernd identischen Variante auch das neue Hauptkampfvisier der Bundeswehr ist, mit dem neuen Sturmgewehr, nämlich dem HK416A8. Wir haben hier symbolisch für das neue Bundeswehr Sturmgewehr eine Heckler & Koch MR223 aufgebaut und die Komponenten so gut es geht draufgesetzt, damit das quasi an das neue Bundeswehr-Sturmgewehr rankommt. Was haben wir hier? Wir haben hier das sehr bekannte Elkan Spectre, das es schon seit längerem gibt. Und die Optik ist immer wieder kontinuierlich weiterentwickelt worden. Und in der Variante hier ist es auf dem aktuellen Letztstand. Der Unterschied, was wir hier bei der Optikvariante haben, verglichen zum Vorgänger, dem normalen Elkan Spectre, ist auf den ersten Blick einmal farbtechnisch. Wir haben hier erstmalig das gesamte Visier in Braun, also FDI, Serra, gecoated. Bei den Vorgängervarianten war das noch in seinem Dunkelbraun bzw. in Schwarz. Das ganze Visier gibt es natürlich auch in Schwarz, so wie wir es hier drin haben. So schaut das Ganze aus, wenn es geliefert wird. Wir haben hier einen Überkarton mit Bedienungsanleitung und einen Lens Pen, um das Ganze zu reinigen. Das Ganze ist hier in so einer Plastikverpackung drin und wäre in Schwarz genauso wie in Braun verfügbar. Optisch haben wir ein variables Zielfernrohr, würde ich mal sagen. Es ist eine Vergrößerung von 1 bis 4-fach. Die kann ich mir je nach Bedarf umschalten. Ich habe hier auch als Hauptunterschied zum Vorgänger den Vergrößerungshebel, um diese Vergrößerung zu ändern, beidseitig ausgeführt. Bei der ersten Variante des Elkan Spectres war der Vergrößerungshebel, den man hier nach unten drücken muss und dann nach vorne bewegt, auf einer Seite, nämlich nur auf der linken. Bei der neuen Variante ist der beidseitig, also der ist durchgängig. Man kann das hier so erkennen, wenn ich das Glas von oben anschaue, dass der quasi gegengleich immer mitläuft. Das hat man jetzt hier einfach als neues Feature integriert, die beidseitige Bedienung der Optik. Neben dem beidseitig bedienbaren Vergrößerungshebel habe ich auch hier oben auf der 12 Uhr Seite eine Picatinny-Schiene. Beim Vorgängermodell war das nicht als Schiene ausgeführt, sondern war hier links und rechts eine kleine Madenschraube drinnen, wo man sich dann nach Bedarf die entsprechenden Adapterplatten für Backup-Visiere montieren konnte. Hier haben wir eben die Schiene mehr oder weniger im Gehäuse integriert. Die kann man hier oben erkennen. Und das Ganze ist natürlich um einiges stabiler, wie jetzt quasi eine extra Platte, die nur mit zwei kleinen Schrauben befestigt ist. Der Vorteil, der hier auch natürlich entsteht, ist, durch die Schiene oben hat man die Möglichkeit, sich sämtliche Arten von Visieren draufzubauen, die eine Picatinny-Montage haben. Und man ist eben nicht gebunden an die einzelnen Adapterplatten. Einziger Nachteil bei dem Ganzen ist, bedingt natürlich durch die erhöhte Schiene, baut die Zusatzoptik, die hier verbaut werden kann, noch einmal etwas höher auf. Das ist nicht viel, aber es ist minimal höher. Ja. Auch ein ganz interessanter Punkt ist hier oben eingelasert auf der Schiene: Accessories not to exceed 200 Grams. Also man darf hier keine Accessoires draufbauen, die über 200 Gramm schwer sind. Ja, steht hier einfach drauf. Ich glaube nicht, dass es ein großes Problem wäre, wenn man jetzt schwerere Sachen drauf baut, aber es ist da wahrscheinlich herstellerseitig keine Garantie und Gewährleistung da mehr da in puncto Präzision etc. Montagetechnik haben wir hier nach wie vor die Arms-Montageklemme, die auch bei der Vorgängervariante des Elkans einfach auch schon immer der Standard war. Und das Ganze ist eben mit diesem Schnellspannhebel auch werkzeuglos entfernbar, wenn ich hier die zwei Hebel aufmache und einfach über das Klemmen an die Picatinny-Schiene fixiere. Auch sehr spannend bei der Optik generell, ist jetzt kein neues Feature, aber es ist einfach ein Feature dieser Optik, ist die Höhenverstellung. Ja. Wir haben hier ein großes Rad und wenn ich die Optik in der Höhe verstellen möchte, dann schwenke ich mehr oder weniger die ganze Optik der Höhe nach rauf und runter. Ich habe jetzt quasi die Mechanik für das Einstellen der Optik nicht in meiner Optik drin, sondern von außen zu bedienen. Ist natürlich auch bedingt durch den Wechselmechanismus von der Vergrößerung, indem ich hier von 1 bis 4-fach umschalten kann, brauche ich hier dementsprechend auch die ganzen Mechaniken so weit wie möglich
für diese Vergrößerung im Glas und dadurch ist halt dann auch weniger Platz für die Verstellmöglichkeiten innen drin und das Ganze ist hier eben außen gelöst über die Höhenverstellung hier bzw. die Seitenverstellung hier vorne. Falle dieser Optiken, die jetzt für den Zivilmarkt ausgeliefert werden, ist auch schon standardmäßig dabei ein Flip-Up-Cover, also so ein Kunststoffdeckel, der ist von Tenebrex. Und wir haben hier vorne auch einen Wabenfilter, diesen sogenannten Kill-Flash-Filter, der mir Reflexionen von außen verhindert. Also wenn ich jetzt mit der Optik gegen die Sonne zielen würde, würde das Glas vorne nicht reflektieren, bedingt durch den Killflash und dadurch wäre dann die Position nicht verraten für den Schützen, wenn man jetzt vom militärischen Standpunkt ausgeht. Auch ein Unterschied zwischen der militärischen Hauptkampfoptik für das neue Bundeswehrsturmgewehr und der Zivilvariante ist auch das Absehen. Wir haben hier bei dem Elkan das klassische Elkan-Absehen mit meinem Bullet Drop bzw. mit meinen Haltepunkten seitlich zum Ausmessen der Entfernung. Und die Bundeswehrvariante ist minimal anders, sie ist vom Grundkonzept ähnlich. Wir haben hier auch Haltemarken zum Ermitteln der Entfernung, aber das gesamte Absehen ist etwas reduzierter. Wir haben hier mehr oder weniger die Striche drinnen und keine Kreise wie jetzt in der Optik. Absehenstechnisch ist das Ganze beleuchtbar als einzelner Punkt in der Mitte. Das geht wirklich ganz hell auch, beziehungsweise wenn ich das auch für die Verwendung von Vorsatzgeräten verwenden möchte, könnte man hier auch das gesamte Absehen, also das Fadenkreuz auf gut Deutsch, auch beleuchten. Ja, das ist zwar nicht so hell wie jetzt mein Punkt einzeln, aber es würde auf jeden Fall für Nachtsicht und Wärmebildgeräte ganz gut geeignet sein, weil das nicht so stark beleuchtet sein müsste. Das sind so quasi die großen Unterschiede zum Vorgänger. Also einerseits die beidseitige Bedienung des Vergrößerungshebels. Wir haben die Top Rail integriert ins Gehäuse. Wir haben hier auch eine Cerakote-Beschichtung. Ansonsten ist nicht viel anders zum alten Elkan Spectre. Ist so im Großen und Ganzen eine wirklich solide Optik und als neues Bundeswehr-Hauptkampfvisier quasi das Sturmgewehrvisier für das neue HK416A8. Auch für euch ganz interessant zu wissen, generell bei dieser Art Optik ist es auch wichtig, den Augenabstand zu berücksichtigen. Ja, wenn ich jetzt hier quasi wie bei herkömmlichen AR-15 Optik-Setups meine Optik mit dem Ende meines Gehäuses montiere, also quasi Gehäuseende hier, Optikende hier und den Schaft voll ausfahre, wie es halt bei den meisten Schützen der Fall ist, dann bin ich vom Augenabstand etwas zu weit weg. Also ich müsste mir die Optik minimal mehr nach hinten montieren. In meinem Fall wäre es jetzt quasi hier. Oder ich schiebe meinen Schaft etwas weiter vor und so wäre der Augenabstand eigentlich perfekt. Durch diese flexible Vergrößerung von 1 bis 4-fach kann ich die Optik natürlich auch im Nahbereich verwenden. Wenn ich jetzt hier auch den roten Punkt voll aufdrehe, dass er wirklich wie ein Red Dot ist, kann ich hier im Nahbereich auch schön schnell anvisieren, beziehungsweise wenn dann die Situation es einem abverlangt, kann ich auch hier mit dem Switch auf 4-fach vergrößern und das Ganze, wenn man es jetzt so zeigt, geht hier auch mehr oder weniger im Anschlag. Also ich kann hier, wenn ich die Waffe hier beim Magazinschacht greife, den Hebel runterdrücken und das Ganze im Anschlag bewegen und kann es jetzt eben durch die neue Variante, auch ich mache jetzt hier den Deckel zu, um es besser zu zeigen, auch hinten bedienen. Ja, da muss man halt nur ein bisschen umdenken. In dem Fall müsste ich es hier raufdrücken, weil es eben gegengleich ist, und nach vorne drücken. Also ich kann hier das Ganze auch von links bedienen. Ansonsten ja, ist eigentlich alles beim Alten geblieben, was hier auch lässig ist bei der Optik generell. Es ist auch eine Optik, die ohne Batterie funktioniert und das ist militärisch gesehen natürlich ganz praktisch, weil ein reguläres Red Dot immer auf die Batterie angewiesen ist und wenn die eben ausfällt, hat man keine Möglichkeit damit zu zielen. Und beim Elkan ist es so, wir haben das Absehen fix integriert in die Optik. Dadurch hat man auch immer ein Fadenkreuz, auch wenn eben kein Strom drin ist. Die Optik, so wie sie hier ist, wird auch oft als Panzer bezeichnet. Das Ganze wiegt ja fast über ein halbes Kilo, also so um die 600 Gramm. Ist natürlich
schon schwerer wie jetzt ein Red Dot, aber es hat halt auch die Vergrößerung, beziehungsweise es funktioniert auch ohne Strom, was es dann natürlich super robust und zuverlässig macht. Also im Großen und Ganzen eine wirklich gute Optik, hat sich sehr bewährt, ist mittlerweile auch sehr weit verbreitet einsatztechnisch und bei vielen Behörden in Verwendung. Wahrscheinlich auch von den ganzen Optiken jetzt für solche Halbautomaten eins der teuersten Optiken. Wir sprechen hier preislich von um die 3000 Euro herum. Ja, also die neue Variante des Elkans ist auch teurer geworden als die alte. Es sind aber auch natürlich mehr Features dabei. Die schwarze würde dann auf dieses Gewehr montiert werden können. Ja, also wir montieren das jetzt etwas weiter hinten, so wie ich es vorher gesagt habe. Also Augenabstand näher an den Schützen. Und jetzt wäre das Ganze hier auch auf der Position so vom Augenabstand eigentlich für mich in dem Fall passend. Etwas über den Receiver nach hinten hinaus schauen. Generell die HK416A8 oder G95, wie sie jetzt dann bei der Bundeswehr eingeführt ist, ist eine ganz spannende Waffe. Lauflängentechnisch hätten wir bei dem Bundeswehrgewehr 16,5 Zoll, wir haben hier 14,5 Zoll. Bei dem Gewehr, das wir hier jetzt aufgebaut haben, gibt es auch für die Bundeswehr in einer 14 Zoll Variante eben für die ganzen Spezialkräfte. Schulterstütze ist bei der neuen Bundeswehrwaffe eine andere. Das ist eine höhenverstellbare Wangenauflage und auch von dem Hinterschaft etwas anders. Der Griff ist auch anders. Wir haben natürlich hier keine Dauerfeuereinstellung bei unserer MR223 und die Sicherung ist bei der Bundeswehrversion auch eine etwas andere, die mehrere Zwischenstufen hat, auch in einem anderen Entsicherungswinkel. Der Handschutz geht von der Länge ähnlich wahrscheinlich bis hier. Ist auch ein anderer Handschutz, der auch entnehmbar ist ohne Werkzeug. Hier in dem Fall brauchen wir zumindest einen Schlitzschraubenzieher oder eine Patronenhülse, um hier das Ganze aufzuschrauben. Die neue Bundeswehrversion hat hier eben diesen Klemmhebel und der Handschutz schaut auch etwas anders aus. Der hat hier oben auch noch so Ventilierungen. Als Laser haben wir beim Bundeswehr diesen Rheinmetall Vario Ray mit einem etwas anderen, neueren Drucktaster und auch eine Bajonetthalterung. Aber so im Großen und Ganzen kommt dieses Gewehr dem so ungefähr nahe. Und wie gesagt, war jetzt einfach für dieses Video ein symbolischer Aufbau. Vom Grundsetup eine echt solide Basiswaffe und auch von den Komponenten her sehr hochwertig. Das Heckler & Koch Gewehr generell eins der hochwertigsten Gewehre. Die Optik auch momentan eins der, kann man so sagen, fast besten Optiken, wenn es darum geht, dass es ein robustes Gerät ist. Beim Ziellaser von Rheinmetall haben wir halt so mehr oder weniger so einen gewissen europäischen Standard. Da gibt es unterschiedliche Laser von allen möglichen Herstellern. Das ist halt ein Laser-Zielgerät, das auch das Weißlicht in einer Einheit verbindet. Einfach ein ganz spannendes Setup. Ja, das war es jetzt hier so von uns mit dem neuen Hauptkampfvisier für die Bundeswehr, eben hier als ziviles Elkan-Spectre in der neuesten Variante. Und ich hoffe, es war informativ, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin dranbleiben und bis bald.